Da wären wir wieder zurück bei Alone in the Dark mit Eileen. Wir haben da immer noch das Magazin liegen, das brauchen wir nicht. Wir haben jetzt den, was ist das, ein Glasprisma erhalten. Damit müssen wir wieder zurück zu Adams Büro, weil da der Projektor steht. Licht ist noch an, sehr gut. So. Flur 2, nee, Flur 1, Flur 2, Flur 1. Einer der Flure war's. Flure? Flure? Flurie? Keiner wird so genau wissen. Genau, das da hinten, das Edenshaws Zimmer, da müssen wir... Das ist das andere Schlafzimmer, da müssen wir nicht rein. Das ist das Foyer. Da müssen wir auch nicht rein. Ich glaube hier durch die Tür und dann gleich wieder links durch die nächste. Das müsste eigentlich das richtige Zimmer sein. Nein, geh weg. Geh weg. Ich will hier durch die Tür. Ah, perfekt, wir sind im richtigen Zimmer. Haben wir überhaupt genug? Natürlich haben wir viel zu wenig Munition. Wir haben immer zu wenig Munition. Wir kommen nämlich hier gar nicht an die Schublade. Carnby kann daran, wir nicht. Aber wir können uns auch den Projektor angucken. Ein sonderbarer Apparat mit einer Linse. Sieht aus wie ein Projektor. Ach, wirklich. So. Darin ist ein Kristall eingesetzt. Ich sollte das Licht ausschalten, bevor ich die Taschenlampe benutze. So. Schauen wir mal. Warum wolltest du mich nur aufhalten, Vater? Man darf seinem Schicksal nicht trotzen. Doch dein Tod wird nicht vergeblich sein. Dein Körper wird neu geboren werden. Die Finsternis, die jetzt in dein Blut eingeht, wird dich stärker machen. Du wirst schneller sein. Du wirst vollkommen sein. Wunderbar vollkommen. Erste Injektion... Leb wohl, Vater. Zweite Injektion. Willkommen, neuer Mensch. Canby?
Ich hatte die ganze Zeit das Mikrofon noch aus. Ihr habt nichts gehört von dem, was ich gesagt habe. Also, ich wusste nicht, ob wir jetzt einfach so in die Bücherei kommen oder nicht. Wir kamen einfach so rein. Und jetzt nochmal von vorne. Richard Morton bei der Rückkehr von einer Expedition von einem seiner Schiffe. Die Geschichte der berühmten Bostoner Dynastie ist eine Geschichte unerklärlicher Vorfälle, Wendungen und Schwierigkeiten. Manche mögen annehmen, dass ich die Geschichte nur erzählen möchte, um den Ruf der legendärsten Aufsteiger von Massachusetts zu schaden. Zu meiner Verteidigung, sie erwähnt, dass ich lediglich meiner Pflicht als Historiker nachgehe. Meine Darstellung beruht auf zuverlässigen Quellen und Gesprächen mit Augenzeugen, die so ausweichend sie auch geantwortet haben mögen, keineswegs zu verachten sind. Sollte ich gewisse Gerüchte wiedergeben, dann geschieht dies in dem Glauben, dass auch sie Teil der Geschichte der Mortons sind. Wir haben hier ein Rock Oil, das hat die Morton Oil Company, daher haben die quasi ihr Geld mit Öl. Vertrag über den Abbau natürlicher Ressourcen in Puebla, Venezuela, unterzeichnet von einem Vertreter der venezuelanischen Regierung und Richard Morton. Die Wurzel der Mortons, das sind 53 Seiten. Die Wurzel der Mortons in Amerika lassen sich bis zu den großen demografischen Veränderungen der Jahrzehnte nach Gründung der USA zurückverfolgen. Obwohl sich die Familiengeschichte nicht weiter als ins frühe 19. Jahrhundert verfolgen lässt, ist davon auszugehen, dass die Familie aus der Kleinstadt Whitechapel in Sussex, England stammt. Es war Robert Morton, ein Leinenhändler, der die Familie auf den amerikanischen Kontinent führte. Im Jahre 1823 baute er seine erste Papierfabrik auf Beacon Hill. Morton Papers wurde ein riesiger Erfolg. Es war jedoch Richard Morton, der ältere Bruder, der im Alter von 37 Jahren mit der Eröffnung der Morton Oil Company am 23. März 1889 den wahren Grundstein für das industrielle Imperium der Mortons legte. Der Eismensch. Das Geheimnis um die Geschichte der Mortons begann auf der Suche nach Bodenschätzen in Grönland zwischen 1891 und 1893 mit dem Fund eines im Eis eingefrorenen Mannes. Richard Morton, eine Figur der öffentlichen Lebens, wurde danach immer mehr zum Einzelgänger und kehrte den einflussreichen Kreisen Bostons den Rücken, um zu weiteren Expeditionen aufzubrechen, die ihn immer wieder in den Ort seines ersten makaberen Fundes führten. Deserto ist im Hintergrund zu sehen. Aha. Für seine Reisen, die des Öfteren zum menschlichen und finanziellen Desastern wurde, heuerte er schwedische und norwegische Seeleute an und unter diesen befand sich auch ein gewisser Judas Deserto. Deserto war ein risikofreudiger Krieger und Hellseher mit einem regen Interesse für die Kunst der schwarzen Magie. Er war ein Mann von fragwürdigem Charakter, doch schien er einen großen Einfluss auf Richard Morton auszuüben. Die genaue Ursache dieses tragischen Unfalls konnte nie geklärt werden. Entgegen allen Erwartungen blühte das Geschäft der Familie Morton. Die Morton Oil Company setzte sich auf einem Markt nach dem anderen durch, in Venezuela, Indonesien und in den Nordmeeren und in Innenmeeren. Die Konkurrenten der Firma erteilten in der Zwischenzeit die außergewöhnlichsten Schicksalsschläge. Ihre talentiertesten Vertreter hatten Unfälle, ihre Manager entwickelten psychische Krankheiten und ihre Anwälte verloren ihre Hartnäckigkeit und stimmten unvorteilhaften Einigungen zu. Weder öffentlichen noch privaten Nachforschungen konnten der Morton-Gruppe etwas nachweisen. Der Reichtum der Familie war riesig, doch niemand kannte seinen genauen Umfang. Gibson um 1900. Samuel Gibson begab sich am 20. Juni 1899 in den Dienst Richard Mortons. Der brillante Student hatte ein besonderes Talent für das Entschlüsseln altertümlicher Sprachen. Wie sich herausstellte, hatte Morton ihn mit der Übersetzung der Inschriften einiger Tafeln beauftragt, die in der Nähe des berühmten Eismenschen gefunden worden waren. Gibson führte Richard Morton auf Shadow Island. Blick auf Shadow Island. Das Fort hoch über den öden Sumpfgebieten der Insel gelegen,
war seit gut 20 Jahren verlassen. Dort stationierte Soldaten hatten unter Halluzinationen gelitten oder waren plötzlich dem Wahn verfallen. Andere waren spurlos verschwunden. Zudem sollte ich auf einige Legenden hinweisen, nachdem der die neben dem Fort gelegene Kapelle im 17. Jahrhundert Schauplatz seltsamer Rituale gewesen sein soll, in denen vielleicht auch die Opferung von Menschen eine Rolle spielte. Der Staat Massachusetts zögerte nicht eine Sekunde, als Richard Morton anbot, Shadow Island für eine symbolische Summe zu kaufen. Zu Beginn, so scheint es, wollte Richard Morton das Fort zu seinem Zuhause machen, er beachte große Summen und viel Energie für die Umsetzung des Vorhabens auf, bis er es schließlich doch aufgab. Stattdessen entstand er sich für den Bau eines eigenartigen Landhauses auf der südlichen Seite der Insel. Die Entscheidung, Shadow Island zu kaufen und dort zu leben, hatte er getroffen, da die Inschriften auf den Steintafeln denen glichen, die man in den tiefsten unterirdischen Gängen der Insel gefunden hatte. Brief von Gibson an seine Verlobte vom 14. Oktober 1902. Mit den Fortschritten der Übersetzung der Inschriften verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Morton und Gibson. Der Student genoss die große abenteuerliche Atmosphäre, die seine Arbeit umgab, während Morton von einer zerstörerischen Leidenschaft ergriffen schien. Außerdem schienen die Ereignisse seiner Arbeit Gibson Angst einzuflößen. In einem langen Brief vertraute er seiner auf dem Festland gebliebenen Verlobten all seine Befürchtungen an. Das war das Letzte, was man je von ihm hörte. Gibsons Mutter erhielt noch eine kurze Nachricht: Ihr Sohn ist verschwunden, sein Körper wurde nicht gefunden, mein Beileid, gekennzeichnet Richard Morton. Durchsuchungsbefehl. Unbekanntes Mädchen. Seinen Höhepunkt erreichte Richard Morton verdächtige Treiben zu einer Zeit, als immer wieder junge Mädchen aus dem armen Vierteln Bostons verschwanden. Dies ist der beunruhigendste Abschnitt seines Lebens. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich der Begründer der Morton-Dynastie unter dem Einfluss des teuflischen Deserto der schwarzen Magie widmete und in diesem Rahmen auch unschuldige Seelen opferte, ohne Zweifel genau in der Kapelle, in der schon drei Jahrhunderte zuvor Menschen geopfert wurden. Zu welchem Zweck er dies tat, ist mir nicht bekannt. Die ersten Fälle ereigneten sich in den Monaten Oktober und November 1903. Sie setzten sich mit beängstigender Regelmäßigkeit fort, so dass mit Ausnahme eines Anstiegs während der Tag- und Nachtgleiche einmal im Monat ein junges Mädchen verschwand, bis Richard Morton am 13. April 1905 starb. An diesem Tag brach die Verbrecherserie ab. Archibald Morton als Kind. Im Jahre 1874 wurde Archibald Morton geboren. Er war das einzige Kind von Richard Morton und Susan Chalmers, der jüngsten Tochter von Lord Chalmers, einem bankrotten und opiumabhängigen Aristokraten. Während das Geschäft der Morton Oil Company florierte, widmete Archibald seine Jugend dem Studium der Polarkreise. Wie bereits seinem Vater unternahm er zahlreiche Expeditionen. Und genau wie sein Vater entwickelte er auch eine Vorliebe für Shadow Island und die dort verborgenen Geheimnisse. Junge Polynesier im Laderaum eines Schiffes. Mit der Zeit stellte sich heraus, dass eine Vielzahl junger Männer und Frauen bereits gegen Ende des Jahres 1905 ihrer fernen Heimat entrissen und auf die Insel gebracht wurden. In dieser Angelegenheit ging Archibald diskreter vor als sein Vater. Hinweise auf die Vorgänge findet man nicht nur in den Berichten einiger Seeleute, sondern auch in dem niedergeschriebenen Geständnis des Sklavenhändlers Thomas Plunkcheck, in dem Desertos Name mehrmals erwähnt wird. Anscheinend wurde auf dieser Insel jedoch nie eine Spur dieser armen Männer und Frauen gefunden. Archibald Morton und Jennifer Pritchett. Im Jahre 1897 heiratete Archibald Morton seine erste Frau Jennifer Pritchett, die Tochter eines Pastors und berühmten Organistin.
einer berühmten Organistin. Sie war eine fromme Christin und berichtete ihrem Vater in langen Briefen von ihrem Ekel vor ihrem Ehemann und von ihrer Verzweiflung. Der Pastor war jedoch am Tag nach der Hochzeit verschwunden. Die nicht zugestellten Briefe wurden im Postarchiv aufbewahrt, wo ich sie unangetastet vorfand. Archibald ging äußerst grausam mit seiner Gattin um. Trotz allem schenkte sie ihm im Jahre 1899 einen Sohn. Jeremy Morden als Kind. Jeremy war ein schwächliches Kind, doch zeigte er schon früh eine außergewöhnliche Intelligenz. Auch ihn faszinierte das Geheimnis von Shadow Island, doch näherte er sich auf eine wissenschaftliche Art und Weise. Jeremy Morden war ein Erfinder. Die Vielseitigkeit und Originalität seiner Erfindung, um deren Patentierung er sich nie bemühte, ist durchaus bemerkenswert. Er nahm an Kongressen teil und hielt Vorträge auf Konferenzen. Im Jahre 1922 begann seine lange Freundschaft mit einem der letzten Abkömmlinge des Stammes der Abkanes, Joseph Edenshaw. Der Indianer ließ sich 1924 auf Shadow Island nieder. Rechnung Firma Noble an Jeremy Morden. Von der Noble Company. Verzeihung. Jeremy Morden stellte ein beträchtliches Waffenarsenal zusammen. In weniger als 3 Jahren bestellte er nicht nur über 100 Kilo Sprengstoff von der Firma Noble in Boston, sondern auch große Mengen Phosphor und Magnesium. Jeremy Morden und Joseph Edenshaw. Jeremy Mordens letzte 10 Jahre waren in den geheimnisvollsten seines Lebens. Als Jugendlicher und als junger Erwachsener hatte sich der geniale Erfinder unter den Großen der Gesellschaft getummelt. Seinen Lebensabend verbrachte er jedoch zurückgezogen auf der Insel. Manche Berichte dieser Zeit lassen dem Leser als das Blut in den Adern gefrieren. Ein Beispiel ist die Vermählung seines Sohnes Howard, geboren 1931, mit Lucy Dogan, zu deren Anlass er einen Empfang auf der Insel veranstaltete. Verwandte und Angehörige eines entfernten Familienzweiges waren anwesend. Die Feier wurde von einem schrecklichen Ereignis unterbrochen, als der verstümmelte Körper eines Gastes im an das Landhaus angrenzende Park gefunden wurde. Lucys Bruder Michael Dogan sah angeblich eine schreckliche, echsenähnliche Kreatur mit Fangarmen und riesigen Reißzähnen. Der fürchterlich verstümmelte Körper eines der Hochzeitsgäste. Ja, das geht ja eigentlich noch. Zugerichtet? Ja, aber ja, hätte man es, glaube ich, schlimmer machen können. Für mich besteht kein Zweifel, dass die Mitglieder der Familie Morden Jeremy eingeschlossen gefährlich und grausame Experimente an den Leichen vornahmen und Richard und seine Nachfolger fanden Experimente, die gegen die Gesetze der Natur verstoßen. Totenerweckung, Kreuzungen, Genmanipulation. Und hier nochmal eine Stammbaumübersicht. Richard Morden, Susan Chambers, Archibald, Jennifer, Jeremy Morden, Unknown und dann Howard Morden und Lucy Dogan. Okay, jetzt wissen wir Bescheid. Hat hier was gefunkelt?